Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und wir spielen heute mal wieder BeamNG mit einem kleinen Lamborghini-Special. Denn das hatte sich der Zuschauer Mario Bramel gewünscht. Und deswegen werde ich mal wieder eure Wünsche in die Tat füllen. Sagt man das so? Wahrscheinlich nicht. Und bevor wir aber mit dem Video starten, muss ich wirklich sagen, schaut in meinen Community-Tipp. Da habe ich eine Abstimmung gepostet. Es geht um das 100-Abonnenten-Special. Und bevor ich euch jetzt wieder damit nerve, habe ich da schon ein eigenes Video drüber gemacht, über diese Abstimmung. Würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Und ich zeige euch erstmal, welche Lamborghinis ich habe. Also ich habe hier einmal den Lamborghini Aventador. Davon 8 Stück. Jetzt eine Mod, könnt ihr euch auf der BeamNG Website runterladen. Kann ich auch nochmal ein Video zu machen, wenn ihr das gerne wollt. Also schreibt in die Kommentare, wenn ich dazu noch ein Video machen soll, wie man sich Mods installiert. Weil ihr seht, ich habe hier ganz viele Autos, die nicht von Anfang an dabei sind. Und also ich habe einmal hier die Lamborghini Aventadors. Dann habe ich noch diese Lamborghini Gallardos. Sind auch einige mit dabei. Paluten zum Beispiel spielt auch diese zwei Mods. Und dann gibt es noch ein Standardauto, was jeder hat, der BeamNG spielt, nämlich Civetta Bolide. Und ich vermute, dass das den ganz alten Lamborghini Countach darstellen soll, weil ich finde, der hier sieht schon fast genauso aus. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es auch ein Lamborghini sein soll, aber die einfach nur nicht die Rechte dran haben. Aber bevor ich jetzt weiter rumlaber, wir fangen einfach mal an. Hier mit dem Lamborghini Gallardo, mit der Standardversion. Oh, ja, da springen wir so ein bisschen, aber er fährt weiter. Wir ziehen weiter durch. Oh, der ballert schon ganz gut. 280. Ah, fliegen, nicht so ganz seine Stärke. Aber ich glaube, den können wir noch um einiges besser halten. Ja, wir müssen auf die Schnauze bekommen. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich stelle jetzt hier dieses ESC mal um auf Sport. Ich glaube zwar, dass das so gut wie gar keinen Unterschied macht, aber ich mache es einfach. Und der Sound, der ist halt absolut lecker. Aber es gilt heute für alle Lamborghinis. Absolut lecker. Ja, wir sind nochmal knapp 10 km/h schneller. Fliegen auch deutlich besser. Ja, 355 würde ich mal sagen. Fährt auch noch locker. Ja. Okay. Könnte sich jetzt ändern. Nö, wir würden noch fahren. Bleiben wir erstmal beim Lamborghini Gallardo und nehmen hier mal den Super Legge Beam. Super Legge Beam. Ach, super lecker Beam. So, reicht. Sieht schon Zucker aus, hat auch einen kleinen Heckspoiler. Boah, ja, der geht ein bisschen mehr ab. Hört sich aber ganz genauso an wie der eben. Junge. Alter, der geht ab. Komm, zieh durch, mach die 300. Macht er die 300? Ja, macht er. Gerade so. Und der fliegt schon mal deutlich weiter. 400. Oh, 435 so. 440 vielleicht. Ja, gelöscht. Jetzt nehmen wir mal hier den Wraith Lamborghini Gallardo. Kostet angeblich 850.000 US-Dollar. Der sieht halt auch Zucker aus, auch von innen, ne? Die Sitze, ja, ist jetzt nicht so mein Fall. Hat auch nur zwei davon. Ist halt wirklich für Rennen gemacht. Der Sound hat auch wahrscheinlich locker 600-700 PS. Alter, Junge, der geht ab. Also, ich glaube, der macht die 500 Meter. Der macht die 500 Meter, fliegt. Also, nee, macht er nicht. Das ist schwach. War locker 10 km/h schneller als der eben. Der Super Legge Beam. Aber fliegt überhaupt nicht gut und ich glaube, du hast deine Motorhaube verloren. Oh, jetzt geht's ab mit dem Twin Turbo Kit.
kostet 1 Million US-Dollar. Das sind umgerechnet fast 1 Million Euro, wobei aktuell sogar 1,25 Millionen Euro. Oh ja, auch mit dem Heckspoiler. Junge, der geht ab. Alter, 330 und der Heckspoiler hält den jetzt perfekt in der Luft. Alter, Junge, bis in den Sand. Ja, der ist kaputt. Alter, ging der ab. Ich glaube, der Fahrer hätte es jetzt nicht geschafft. Aber einen krasseren gibt es noch. Den Lamborghini Gallardo Ultra Race. Das eben war nur der normale Race. Jetzt Ultra Race. Sieht von innen exakt gleich aus. Von außen eigentlich auch so ziemlich. Aber da steht ja nicht ohne Grund ein Ultra davor. Dieser Sound. Und da oben diese kleine Antenne. Alter, zieht der durch, Junge. Alter. Ich glaube, das wird heute einfach mein Standardwort, aber der ist abgeriegelt bei 315. Okay, das hat mich jetzt gewundert. Aber der fliegt halt auch Zucker, ne? Ja, perfekt. Über 450. Der Sound gerade. Dieser Sound. Dann kommen wir zum Civetta Bolide. Zählt für mich jetzt einfach als Lambo. Und dann nehmen wir erstmal hier den Top Speed, würde ich sagen. Ja, sieht auch ganz geil aus. Ja, hat jetzt nicht so eine gute Beschleunigung wie die eben. Aber geht doch ganz gut ab. Ja, über 200 locker. 300 macht er auch. Alter, 320. Der heißt nicht ohne Grund Top Speed. Und fliegt auch richtig gut. Der ist in der Mitte durchgebrochen. Was? Der ist in der Mitte durchgebrochen. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Und ich habe schon ein paar BeamNG-Videos gemacht und auch vorher schon ein bisschen BeamNG gezockt. Alter, der ist in der Mitte durchgebrochen. Junge, da liegt die andere Hälfte. Dann nehmen wir hier erstmal den Civetta Bolide Notte. Der hat auch einen kleinen Heckspoiler, also ich glaube, der wird ganz gut abgehen. Ja, braucht ein bisschen, bis er in die Puschen kommt, aber dann geht's ab. Dann geht's richtig ab. Junge, zieht der durch. Alter, es sei irgendwie zu jedem Auto heute. Junge, zieht der durch, Alter. Aber der ist nicht so krass, sagt er. Was heißt nicht so krass? 290 km/h. Also so schnell sind die meisten Menschen in ihrem Leben nicht mit einem Auto gefahren. Ja. Die Reifen drehen sich noch. Aber der Motor, der dreht sich nicht mehr. Ach komm, nehmen wir hier direkt den GTR Group 5 320. Kostet knapp 500.000 US-Dollar. Und man sieht, der ist wirklich für Rennen gemacht. Immer wenn die hier solche Querstreben haben und nur einen Sitz, um möglichst viel Gewicht zu sparen, dann weiß man, die sind extra für Rennen gemacht. Hat dazu noch einen Heckspoiler, aber auch einen Frontspoiler. Der wird uns auf jeden Fall einiges kaputt machen. Und der bricht uns hier auch direkt aus. Alter, Junge, wie ich den hier gerade halten muss. Jetzt geht's wieder so langsam. Ja, ballert aber nicht so ganz. Alter, fliegt der Rotze. Junge. Ja, liegt wahrscheinlich an dem Frontspoiler, aber hat auch kaum Schaden. Ne? Ja, gut. Jetzt hat er schon ein bisschen Schaden. Die möchte ich nochmal eben nehmen in der Ego-Perspektive. Weil den kann man besser halten. Den kann man auf jeden Fall besser halten. Ich gebe mal nicht direkt Vollgas. Jetzt gehe ich Vollgas. Ja, der geht doch ganz gut. Der geht doch ganz gut. Aber wie gesagt, wegen dem Frontspoiler liegt der halt wirklich absolut Rotze. Dreht sich ein bisschen, legt sich auf den Rücken. Und wo sind wir? Ja, perfekt. Und jetzt kommen wir zu den krassesten. Der Lamborghini Gallardo. Ich nehme erstmal hier den Abandoned. Genau den Abandoned bin ich auch noch nie gefahren.
hat da irgendwo irgendwie ein bisschen wenig Lack. Alter, und der Aventador, das ist halt der krasseste Lamborghini, so ziemlich. Ich gebe ganz leicht Gas. Junge. Alter, jetzt gebe ich Vollgas gerade. Also genau den hier, wie gesagt, bin ich noch nie gefahren. Junge, jetzt geht der ab. Alter, ich wusste nicht, dass der so krass ist. Junge, komm, 500. Punktlandung auf der 500. Ja, das ist ein kleines bisschen kaputt. Jetzt nehmen wir hier den normalen Lamborghini Aventador. Der ist vermutlich von der Geschwindigkeit her einer der krassesten Autos in ganz BMG. Außer jetzt von so richtigen Mods-Autos. Ich weiß, das ist auch eine Mod, aber trotzdem halt wie so ein normales Auto, sag ich mal. Und ihr seht, wie schnell der ist. Der kommt auf fast 340 km/h und fliegt locker über die 500. Verliert mal fast alle Reifen. Hat der überhaupt noch einen Reifen? Oder ein Rad? Nö. Perfekt. Geht es eigentlich noch krasser als der Lamborghini Aventador mit einem Heckspoiler? Weil durch die Heckspoiler fliegen die Autos fast immer weiter. Und zwar ein gutes Stück, weil er die halt deutlich besser in der Luft hält. Und das ist jetzt der Aventador mit einem richtig fetten Heckspoiler. Ja, ist aber ein bisschen langsamer, 320, aber der fliegt halt Zucker. Und jetzt seht ihr, was ich damit meine, ne? Er ist deutlich langsamer, aber fliegt mal locker 50 Meter weiter. Alter. Ja, perfekt. Und wenn dir das heutige Video gefallen hat, lass ein Like da, guck im Community-Tab vorbei, stimm ab. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ciao.